Hallo, heute stelle ich euch die App PhotoWorld vor. In diesem Fall ist der Name Programm, das heißt, wir haben hier eine Fotoanwendung bzw. eine App, mit dem wir mit unseren Fotos zahlreiche Sachen machen können. Wir haben hier das Hauptmenü. Ich kann wählen zwischen einem Fotobuch, das ich erstellen kann. Ich kann mir Fotos im klassischen Sinne bestellen oder ich kann eine Postkarte versenden. Das Schöne an dieser App oder am Anbieter Hartlauer PhotoWorld ist, ich kann das Ganze entweder in einer Filiale abholen oder ich kann es mir nach Hause liefern lassen. Wenn ich hier links mal auf das Menü tippe, habe ich gleich die Option zur Startseite zu gehen, wo wir momentan sind, kann vorhandene Projekte aufrufen, kann den Warenkorb mir anschauen, habe die Preisliste, ganz klar, wo ich Infos zu den Preisen bekomme. Und kann mir über Info, auch sehr, sehr schön, wir haben hier von Montag bis Sonntag eine Service-Hotline von 9 bis 22 Uhr, anrufen und nachfragen, wenn irgendwas unklar ist. Ich würde sagen, Urlaubszeit steht an, wir starten durch mit einer Postkarte, sehen hier ab 1,69 Euro, ein Tipp darauf genügt. Und ich habe dann direkt die Option, jetzt ganz individuell meine Postkarte zusammenzustellen. Ich kann hier oben das Layout anpassen, das heißt, wie soll die Karte aufgebaut sein. Wir nehmen jetzt gleich mal diese hier und springe dann zurück zu den Fotos, habe hier die Option direkt von der Kamera jetzt auszunehmen oder über meine Alben bzw. Dateien direkt nach einem Bild zu suchen. Schauen wir mal, was wir da Nettes haben in der Galerie zum Beispiel. Sagen wir mal, wir haben uns ein schickes Auto rausgesucht und packen das auf die Karte, wollen das der Verwandtschaft gleich mal zeigen. Da genügt es ganz einfach, ich habe gesehen, super simpel, das Ganze nach unten zu ziehen. Über Hintergründe kann ich das Ganze noch individuell anpassen, zum Beispiel wenn ich eine andere Farbe will, kann ich das damit bestätigen und auf Übernehmen tippen. Habe dann noch die Option, ganz klassisch den Text auszuwählen. Hier, welche Schriftart möchte ich denn verwenden? Wir benutzen jetzt einfach mal diese hier. Und wenn ich dann hier unten drauf tippe, habe ich die Option zu sagen, möchte ich mir Details ansehen oder möchte ich das Foto entfernen. Ich habe hier dann genaue Infos zur Größe und dergleichen, wie das Bild genau, sage ich mal, aufgebaut ist. Und in den Effekten habe ich dann die Möglichkeit auch noch zum Beispiel einen Filter oder dergleichen übers Bild zu legen, einfach nach unten ziehen und das Ganze wird angepasst. Ich kann dann hier das auch noch etwas anpassen. Man sieht hier Foto vorher und nachher. Wir bestätigen das Ganze mal und gehen jetzt dann nochmal zurück zum Text und benutzen, würde ich mal sagen, diesen Text hier unten, ziehen das Ganze in das Textfeld rein. Ist wirklich sehr, sehr, sage ich mal, intuitiv aufgebaut. Durch dieses Drag and Drop kann ich ganz bequem, sage ich mal, individuell das Ganze aufbauen. Wir können es hier auch mal wieder schön mittig platzieren lassen, können reinzoomen und haben dann hier die Option, den Text auch individuell anzupassen, können unser Textfeld bearbeiten, können dann auch den Text ändern. Es genügt ein Tipp darauf. Wir machen jetzt einfach mal viele Grüße auf die Schnelle. Bestätigen das Ganze mit fertig. Änderungen übernehmen. Genau, das haben wir bestätigt und dann können wir das Textfeld, wie gesagt, in der Größe noch anpassen. Hier haben wir die vielen Grüße von unserem ersten Textfeld. Können auch hier Schriftart noch ändern, die Schriftfarbe ändern, wenn wir das denn möchten. Wir lassen das Ganze mal, müssen jetzt nur das zweite Textfeld, das wir vorher hinzugefügt haben, dementsprechend noch entfernen. Dann sieht es sonst ein bisschen komisch aus und haben jetzt hier schon mal ein anfängliches Bild erstellt. Hier kann ich auf die Rückseite springen, kann mir auch einen Text noch verfassen und kann natürlich ganz klar dann auch die Adresse ändern, wo das Ganze dann hingeschickt werden soll. Wenn ich meine Postkarte insoweit, sage ich mal, dann individuell gestaltet habe, wir können ja jetzt noch kurz die Hintergrundfarbe hinzufügen, wenn wir das denn möchten. Schauen wir uns nochmal die Großansicht an, aber wobei das Weiß in diesem Fall eigentlich schon ganz gut passt. Dann kann ich einfach auf Warenkorb tippen, dann muss ich noch eine Adresse hinzufügen, ist direkt im Warenkorb und ich kann das Ganze dann ganz bequem verschicken. Jetzt, ich tippe einfach auf zurück, bin zurück im Hauptmenü und wenn ich jetzt auf das Menü tippe und in die Projekte springe, super einfach sehen wir Projekte, die ich bisher angelegt habe. Das heißt, die gehen nicht verloren, sondern sie werden automatisch abgespeichert, sodass ich dann auch direkt jederzeit da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Fotos auch ganz klar, kann ich mir Fotos entweder bestellen oder in der Filiale abholen. Ich würde sagen, wir nehmen noch das Fotobuch. Hier kann ich zwischen verschiedenen auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Kompakt-Panorama. Sehe hier oben, was ich auch sehr intuitiv und klasse finde, so ein Übersichtsbalken, wie man es von Tests oder dergleichen kennt, wo man sich momentan in welchem Schritt befindet. Test in dem Fall ein ganz guter Begriff, das heißt, wir nennen das Ganze einfach mal kurzzeitig Test. Haben dann einen Einband, wo wir wählen können, möchten wir es als Heft, möchten wir es als Softcover oder als Hardcover. Preise werden mir auch direkt angezeigt, wir nehmen in diesem Fall das Softcover. Papier habe ich in diesem Fall den Digitaldruck und habe dann hier die Möglichkeit zu sagen, in welchem Stil soll das Ganze aufgebaut sein. Also hier gibt es wirklich eine große Auswahl. Ich würde sagen, wir machen hier beispielsweise eine
Muttertagsalbum, nehmen also etwas Rotes, können jetzt sagen, wir möchten mit einem leeren Fotobuch starten oder wir möchten uns einen Vorschlag erstellen lassen, wo das Layout erstellt wird und wo man schneller zum Ergebnis kommt. Wir nehmen jetzt mal Letzteres. Auch hier ganz klar kann ich wieder aus meinem Alben auswählen. Ich habe hier zum Beispiel ein ganz nettes Muttertagsbild, das man nehmen kann. Und ansonsten kann man alle Bilder, sage ich mal, die einem zusagen, einfach reinziehen. Das ist wirklich meiner Meinung nach richtig super aufgebaut. Mit dem Drag and Drop funktioniert es richtig schön. Das heißt, ich kann hier ganz einfach hin und her ziehen, wie es mir dann passt. Und ist wirklich meiner Meinung nach eine richtig feine Sache. Jetzt haben wir mal hier 4 Bilder zusammen. Es gibt insgesamt 4 Fotos auf 26 Seiten, sehen wir. Das heißt, wenn man auf Vorschlag erstellen geht, dauert das Ganze im Moment und es wird mehr oder weniger schon mal automatisch etwas erstellt. Man hat hier ein wunderschönes, sage ich mal, Startbild, was in diesem Fall mit dem Rot auch klasse passt. Kann natürlich auch hier wieder Größe und alles ganz individuell anpassen. Man kennt es wie vorher. Ich habe hier oben die verschiedenen Reiter, wo ich mich dementsprechend durcharbeiten kann. Dann habe ich die Option auch hier wieder rein zu zoomen, wenn ich das Ganze mal näher sehen will, und kann damit auch wieder raus und kann hier wirklich dann auch ganz individuell wieder Texte in der gleiche hinzufügen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen wenig Bilder für ein komplettes Fotoalbum, aber man sieht hier die nächste Seite dann beispielsweise, wo ich dann auch einfach wieder den Text runterziehen kann. Und auch hier ganz simpel, wenn ich mein Fotobuch soweit erstellt habe, kann ich auch fertig tippen und kann dieses dann absenden. Hier natürlich nochmal die Erinnerung, ich habe 22 leere Seiten, das heißt, es wäre in diesem Fall nicht allzu sinnvoll, so ein Fotobuch zu verschicken. Aber man sieht wirklich, es ist sehr intuitiv aufgebaut, die Steuerung ist klasse, es bedient sich gut und gerade auch wenn mal was unklar ist, wir haben hier einen klassen Kundensupport, Montag bis Sonntag kann man anrufen, wenn irgendwas unklar ist, und so wirklich ganz, ganz bequem von zu Hause Fotos, Postkarten oder auch richtig schöne Fotobücher selbst erstellen. Soviel zu der Photo World App von Hartlauer. Von mir wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung, richtig gut gemachte App. Einfach mal runterladen und ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.